meinen neuen Gesprächspartner, Herrn Wolfgang Stadler, alias Dan Wolf. Herr Stadler ist Romanautor. Seine Romane beschäftigen sich mit der Thematik Untersberg oder in Spielen in der Gegend Untersberg. Und er hat auch in den Romanen das Schwerpunktthema dieser Mystik des Untersbergs, dieses Zeitphänomens. Herr Stadler, können Sie sich einfach mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, ja, und über die Thematik ein wenig? Ich bin pensionierter Schlossermeister. Ich habe einen Stahlbaubetrieb gehabt in Hallein, auch ganz in der Nähe vom Untersberg. Und schreibe seit fast genau 10 Jahren jetzt Bücher über den Untersberg und diese Phänomene, diese Zeitphänomene, die hier auftreten. Am Anfang hätte ich sowas nie geglaubt, aber wie dann im Jahr 1987 drei Deutsche verschwunden sind am Untersberg und nach 2 Monaten wieder aufgetaucht sind auf einem Schiff im Roten Meer, da hat mich die Sache zu interessieren begonnen. Ich habe diese drei Deutschen am Untersberg selbst Jahre vor ihrem Verschwinden getroffen auf einer Schutzhütte. Und die haben mir gesagt, die wollen das Zeitphänomen dort ergründen. Und ich habe gesagt, was für Zeitphänomen? Und habe sie an den Hüttenwirt verwiesen und er hat ihnen ein Buch gegeben und da ist drin gestanden Kaiser Karl und die Zwerge. Die Leute waren irgendwie ein bisschen traurig darüber, die haben dann gesagt, also so haben sie sich das nicht vorgestellt, sie glauben halt fest an ein Zeitphänomen. Ich habe nur gelacht oder gelächelt darüber, gesagt, das kann nicht sein, sowas gibt es nicht. Ich bin ein Techniker, Stahlbautechniker, also sowas kommt für mich nicht in Frage. 3 Jahre später sehe ich ein Foto von diesem Deutschen mit den 2 Frauen dabei und da ist dort gestanden, als die am Untersberg verschwunden sind. Die sind nach Berchtesgaden gefahren und haben dort in der Nähe ihr Zelt aufgeschlagen. Das haben sie den ganzen Sommer dort stehen gehabt und sind dann immer wieder am Untersberg rauf. Und einmal auch am 15. August, das ist dieser sagenträchtige Tag, wo solche Phänomene passieren sollen angeblich. Am 15. August 1987 sind sie auch wieder raufgegangen, man weiß genau die Stellen und so. Und von dort sind sie nicht mehr zurückgekommen. Und riesige Suchaktion ist dann gestartet worden mit 152 Leuten von der Bergwacht, von Alpin-Gendarmerie und so. Aber sie haben aber nichts entdeckt von den dreien. Hubschrauber sind 3 geflogen und haben alles abgesucht, aber es war nichts. Und nach 14 Tagen ist die Aktion abgebrochen worden. Das Auto der Deutschen, welches am Fuß des Untersberges auf dem Parkplatz gefunden wurde, wurde beschlagnahmt und untergestellt. Und dann plötzlich nach circa ja, 2, 2,5 Monaten tauchen die auf, Funkspruch nach Bremen zu den Verwandten. Sie sind wohl auf und kommen wieder zurück. Sie haben sich nur einen Spaß erlaubt. Und da beginnt eigentlich meine Suche nach dem Phänomen. Ich habe mich dann entschlossen, über das Kennzeichen bei der Polizei dann den Halter zu ermitteln und dann über das Einwohnermeldeamt in München die Leute zu suchen. Ich bin dann, wir haben angeschrieben, diesen Mann. Der Mann hat aber nicht reagiert, auch nicht telefonisch. Dann bin ich hingefahren nach München und habe mit ihm selber gesprochen. Und der hat mir dann eine ganz andere Geschichte erzählt, als er bei der Polizei und bei der Zeitung gesagt hat. Er hat gemeint, diese Sache war folgendermaßen, wir sind, weil es leicht zu regnen begonnen hat, an diesem Tag, am Vormittag, in eine Höhlung hinein, in eine große Höhlung an einer Felswand und haben dort gejauselt. Aber als sie nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde wieder rausgegangen sind, war plötzlich kein Laub mehr an den Bäumen und es war merklich kühler. Und dann sind sie runter zum Auto, Auto war nicht mehr da. Jetzt haben sie gemeint, es ist gestohlen worden. Aber in Wirklichkeit sind sie dann so ein Zeitungsständer in einem nächsten Dorf bei Fürstenbronn, Kleineck.
und haben dort gesehen, dass es bereits Ende Oktober war, am 15. August weg. Und die sind dann zum Bahnhof, haben kein Geld abgehoben irgendwo bei einem Automaten, sind zum Bahnhof, sind in den Zug gestiegen, sind an die jugoslawische Grenze runtergefahren nach Kärnten und haben dort einen Grenzübertritt versucht, weil die Freundin der Frau, also seiner Frau, hat den Reisepass im Auto liegen lassen. Sie haben die nicht normal einen Grenzübertritt bewerkstelligen können. Die Leute sind dann rüber nach Jugoslawien zu Fuß über die grüne Grenze, haben dort einen deutschen Fernlaster aufgehalten, sind damit nach Piräus. An der griechischen Grenze haben sie die Frau unter der Ladung versteckt, die ohne Pass war, und sind dann weiter auf ein deutsches Schiff, die Solvay hat die geheißen, ein deutsches Frachtschiff, und sind mit dem Schiff bis ins Rote Meer durch den Suezkanal. Und ja, wie dann den Leuten das Geld ausgegangen ist, haben sie sich irgendwie auch zerstritten untereinander, und sie haben dann die deutsche Botschaft angerufen in Alexandria, und die haben ihnen dann ein Geld, die haben den Leuten dann ein Geld gegeben, mit dem haben sie dann zurückfahren können nach München mit dem Flugzeug. Sie sind dann in Salzburg zur Polizei gegangen, haben sich das Auto geholt, haben nichts bezahlen müssen für die Rettungsaktion. Das ist erstaunlich. Und die Sache war erledigt. Und dann habe ich eine Frage. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man solche Rettungsaktionen als Bürger nicht bezahlen muss, wenn man verschwindet und ein Riesenaufwand betrieben werden muss, einen zu suchen. Ja, und im Nachhinein dann noch erzählt, man hat sich einen Spaß erlaubt. Richtig, also das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Ja, wissen Sie da was Näheres drüber? Ja, die Polizei hat da gemauert. Wir haben auch Freunde, die bei der Polizei sind, die uns da was sagen hätten können. Und die haben gesagt, diese Unterlagen sind alle entsorgt worden, weil das über 25 Jahre her ist. Und es gibt darüber nichts mehr zu sagen und man kann auch das nicht mehr ausheben. Klingt auch irgendwie verdächtig, muss ich schon sagen. Das hat mir auch dann von den Salzburger Nachrichten der Chefredakteur gesagt, dass das ungewöhnlich ist. Und dass da vielleicht diese Leute behördlicherseits unter Druck gesetzt worden oder Auflagen bekommen haben, darüber zu schweigen. Ja, wie ich mit dem Münchner dann gesprochen habe, hat er gesagt noch, wir sollen aber trotzdem darüber informieren, was dann weiter passiert ist dort am Untersberg oder noch passieren würde. Es war so, dass ich kurz vorher mit meiner damals 16-jährigen Tochter auf den Berg rauf bin und habe gesagt, es ist sehr seltsam, dass die Leute da so mir nichts, dir nichts verschwunden sind und nichts bemerkt haben, dass sie in einem Zeitphänomen waren. So, ihr weißt was, Sabine, so heißt meine Tochter, wir nehmen die Armbanduhren, schauen, dass die genau gleich gehen mit dem Sekundenzeiger und prüfen das einmal ein paar Tage, ob die so bleiben. Und dann gehen wir auf den Berg im Abstand von 20, 30 Metern, im freien Gelände, und dann schauen wir, ob die Uhren am Tagesende auch wieder gleich stehen. Ja, wir gehen da rauf, war ein schöner Tag, durch einen Hochwald, in der Höhe von über 1100 Meter schon, und nichts. Wir haben immer wieder auf die Uhren geschaut, manchmal nichts. Und auf einmal in einem Hochwaldstück, wo keine Schluchten sind oder keine Felsen, wo man runterfallen könnte, da ist Folgendes passiert. Da verschwindet meine Tochter plötzlich, wo es immer auf 20 Meter Sichtweite, Rufweite immer gegangen ist. Also ich glaube, hinter irgendeinem Baum hat sie sich versteckt, dem war aber nicht zu. Ich rufe dann 2 Minuten lang, dauernd wieder 10, 15 Mal, die kommt nicht. Jetzt bin ich unruhig geworden, aber es war nichts, wo es reinfallen hätte können, keine Höhle, gar nichts. Auf einmal steht es 4 Meter neben mir auf und hat eine Blume in der Hand. Papa, ich habe mich jetzt gerade gebückt um eine Blume, warum schreist du so? So wie du, ich rufe schon 15 Mal. Nein, ich habe die nur einmal gehört, jetzt wo ich aufgestanden bin. Ich komm her, zeig mir die Uhr.
Und tatsächlich 1 Minute 57 Sekunden, das war für mich ein eindeutiger Beweis, dass da ein Zeitphänomen jetzt passiert ist. Und damit hat meine richtige Suche dann erst begonnen. Wir haben dann ein paar Leute zusammengefasst, die dann später auch in meinen Büchern beschrieben wird. Die Leute sind alle echt, das ist keiner erfunden. Und wir haben dann dort oben gesucht. Und wir haben dann sehr viele Phänomene festgestellt, auch längere Phänomene, wo dann eine halbe Stunde oder 20 Minuten gefehlt hat. Und wo das GPS komplett falsche Werte gegeben hat. Das GPS hat mir gesagt, wir sind in 4000 Meter Höhe oder wir sind irgendwo in München oder so. Also so hat das GPS gesponnen. Jetzt haben wir nicht gewusst, ist das ein technischer Fehler oder was. Aber zumindest wir haben weitergesucht. Und es hat dann unendlich viele oder sagen wir sehr, sehr viele Fälle gegeben, was wir dann auch von anderen Leuten erfahren haben, denen Ähnliches passiert ist. Gibt es eigentlich jetzt so auch was Aktuelles aus der neueren Zeit, wo irgendwo dieses Zeitphänomen aufgetreten ist oder aufgetreten ist? Ich sage jetzt nur zwei Sachen in der letzten Vergangenheit. Das war vor ein paar Jahren, da ist ein Skifahrer die Skiabfahrt runtergefahren. Direkt vom Fuß des Untersbergs hat er gestammt. 40, 50 Jahre und fährt die Abfahrt hinunter und dort unten am Ort ist aber nicht angekommen. Dort sind keine Höhlen, dort sind keine Schluchten, da ist nichts, wo er verschwinden hätte können. Es hat allerdings damals im Januar sehr stark geschneit und man hat gesagt, na, vielleicht ist er schwer gestürzt, war bewusstlos und ist dann erfroren, aber wir würden sicher dann im Frühjahr finden. Das hat man geglaubt. Man hat 2 Jahre lang gesucht, auch im Sommer nach dem. Kein Ski, kein Skischuh, kein Gewandstück, kein Kleidungsstück, nichts. Der Mann war verschwunden. Und da hat man dann auch gesagt, wie soll sowas möglich sein? Die Presse berichtet da nicht sehr viel drüber, nur meistens ganz kurz. Das Aktuellste, was jetzt war, was ich zuerst schon auch erzählt habe, ein 28-jähriger Bursch in der Nähe von Karlsruhe, Rastatt, ist zum Untersberg gefahren, hat mir ein Mail geschrieben, er möchte sich mit mir treffen, hat mir seine Telefonnummer gegeben und nach einigen Tagen schickt mir seine Mutter dann eine Mail und sagt, wissen Sie, wo mein Sohn ist? Der wollte zu Ihnen runter. Er ist mit einem silberfarbenen Auto mit Karlsruher Kennzeichen unterwegs, aber er hat sich nicht mehr gemeldet und das Telefon ist ausgeschaltet, das Handy. Einige Tage später ist dann die Polizei auch in Salzburg und in Bayern eingeschaltet worden. Die haben eine große Vermisstenanzeige gemacht. Der ist dann gesucht worden, auch mit Hubschrauber. Die haben zuerst einmal das Auto gesucht. Das Auto ist nicht da. Und keiner weiß, wo der Bursche abgeblieben ist. Ich habe dann versucht, ihm eine Mail zu schreiben. Natürlich keine Antwort bekommen. Und habe dann auch das Telefon probiert. Hat geheißen, die Nummer gibt es nicht. Also das Telefon ist ausgeschalten. Und dann plötzlich vor einigen Tagen, das war übrigens ja vor einer Woche, schreibt mir seine Mutter, ja, er hat sich gemeldet, ihm geht's gut und er wird noch diese Woche, also bis gestern, wieder zurückkommen. Gibt es da irgendeine Information, wo er gewesen ist in der Zeit, wo er verschwunden ist? Zweitens, es hat sich dann herausgestellt, besser gesagt, heute Nacht hat mir diese Frau noch einmal geschrieben, die Mutter, und hat gesagt, er ist nach Hause gekommen und vielleicht wird er sich bei mir rühren, aber er wollte eine Auszeit haben. Was jetzt aber absolut nicht gibt, dass dieses Auto nirgends gesehen wurde in dieser Zeit, weder am Untersberg, noch auf der Strecke nach Karlsruhe, noch bei einer Tankstelle oder was, was fast unmöglich ist. Ja, ich habe ihn natürlich dann wieder versucht anzurufen und habe ihm noch einmal eine Mail geschrieben, habe aber noch nichts bekommen.
Es könnte so sein, dass in Wirklichkeit das Auto gefunden wurde nach der Vermisstenmeldung, dass aber die Polizei absichtlich nichts mehr gesagt hat, dass das vielleicht von der Kripo oder BVD beschlagnahmt wurde und dann dieser Junge vielleicht Obst genommen wurde und befragt und dann, dass er wieder aufgetaucht ist. Es ist eine seltsame Sache, ich kann noch nichts Endgültiges sagen dazu. Nochmal zurückkommen auf den Skifahrer, ist der eigentlich wieder aufgetaucht? Nie wieder. Der ist also spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden, aber solche Fälle gibt es zuhauf. Hier am Untersberg verschwinden zwischen 2 und 4 Personen pro Jahr, konstant. Seit Aufzeichnungen, ich glaube sind es 400 Personen, die zum Teil tot aufgefunden wurden, aber wo man auch nicht die Todesart feststellen konnte und zum Teil aber auch nie wieder gekommen sind. Man hört sowas laufend und das sind unsere Forschungsziele, was wir da haben, dass man sagen kann, was ist da wirklich. Es hat einen Wirt gegeben einmal, der ist vom Untersberg runtergekommen mit seinem Freund und wollte nicht über den Reitsteig, er wollte nicht über den Dopplersteig, sondern über den Reitsteig, ein ungefährlicher Weg ist das eigentlich, vom Gipfel runterkommen und hat sich dann aber letztendlich getrennt von seinem Freund, der ist runter nach Krüdig und er wollte nach Fürstenbrunn und ist dann einen alten Steig gegangen, ungefähr 1 Kilometer nur, wo er maximal 20 Minuten gebraucht hätte. Nichts Gefährliches, gar nichts. Und der Mann kommt aber dann dort nicht an. Jetzt haben dort die Leute rumtelefoniert, haben in der Nacht noch eine Polizeihundestaffel gerufen und die haben gesucht mit Lampen und alles und haben den Mann nicht gefunden. Am nächsten Tag haben sie mit Hubschrauber gesucht. Das ist ja nur eine kurze Strecke, 1,2 Kilometer, dieser Steig, ungefährlich. Ja, vielleicht das, wo 2, 3 Meter runtergeht, aber nichts, keine tödlichen Gefahren. Und auch keine Höhlen, wo er reinfallen hätte können. Man findet nicht. Und dann ist Folgendes passiert. Am übernächsten Tag haben die Leute selber noch einmal gesucht und finden den Mann bei einem kleinen Abhang, 3 Meter vielleicht, und da ist er runtergefallen. Ich weiß nicht, hat er Genickbruch gehabt oder irgendwie ist er zu Boden gekommen. Dort sind aber die Hundestaffeln und der Hubschrauber und alles drüber geflogen. Die hätten doch den sehen müssen. Und der Amtsarzt, der das dann überprüft hat, hat gesagt, der Mann ist maximal 8 Stunden tot. Wo war der aber dann die anderen 2 Tage? Wo gesucht worden ist nach ihm? Ja, das ist natürlich die Frage. Da würde sich jetzt das anbieten, dass man sagt, na gut, dann ist der in ein Zeitloch gekommen, hat sich zum Beispiel Schnürsenkel gemacht oder hat sich wohin gesetzt. Und das sind so temporäre Zeitphänomenfelder, würde ich das nennen. Zeitlöcher sagen wir dazu. Und da passiert sowas und die sieht man aber nicht. Das merkt man nur mit dem GPS, wenn man geht, dass der auf einmal ganz einen anderen Ausschlag hat, dass der ganz was anderes anzeigt. Ja, und der wird, ja, war tot, aber man hat nicht gewusst, was da wirklich passiert ist.